Lilo, wenn ihr denkt, nur ihr hättet ab und zu mal ein Problemchen mit eurem Linux-System und dass es manchmal nicht so ganz reagiert, wie es sollte, dann sei euch gesagt, mir passiert das auch schon mal. So, jetzt auch ich, wie es passiert, mir auch schon mal, komische Sachen passieren. Terminal, neues Terminal. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier eigentlich unter einem Kubuntu ursprünglich gewesen. Wir sind hier unter LSB, wenn ich da mit der Sonnenbrille überhaupt jetzt erkennen kann, kann cool sein, kann schön sein, man sieht aber nichts mehr und tippt verkehrte Zahl. Release, wie das, ich bin hier unter einem Ubuntu 14.04 LTS. So, und das Ding war eigentlich mal ein Kubuntu. Jo. Und da bin ich auf die Fantasie gekommen, ihr seht schon, was ich für interessante Effekte habe. Auf die Fantasie gekommen, mache ich doch mal normales Ubuntu daraus, um wieder ein Video zu machen über ein normales Ubuntu-System. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe Ubuntu Desktop installiert und Unity installiert und Compiz. Und da kommt, ganz komisch ist es bei aus. Jedenfalls, Unity erschien nicht, ne? Macht ja nichts. Man muss ja nicht Unity haben. Brauchte ich nicht den Five auf Unity, habe ich mir dann das Cairo Dock installiert. Cairo Dock. Wunderbar. Klappt auch alles prima. Aber nächster Effekt war der, ich, egal wie ich meine Sprache eingestellt habe, Sprache ist eh so eine Sache, manche sagen, eine komische Stimme hier. Jedenfalls war der Computer derselben Meinung. Und wenn ich hier was eingegeben hatte, zum Beispiel, was weiß ich, die normalen Buchstaben ging, aber so Sonderzeichen Deutsche. Nun, das System war auf Deutsch umgestellt und auch in den Spracheinstellungen war alles soweit in Ordnung. Ne? Dachte ich, ne? Die Sprache wird übersprüft. Ja, meine Sprache findet er nicht. Halb hessisch, halb Ruhrgebiet. Ne? Gut, jedenfalls war der nicht zu bewegen, im Terminal Üs einzugeben. Es sei denn, ne? Es sei denn, ich musste beim Login, ne? Ihr kennt ja den Login-Manager, heißt der Display-Manager eigentlich, da wo man sein Passwort eintippen muss. Und da musste ich oben immer in eine Ecke, ne, also quasi oben in eine Ecke, wenn ich meinen Finger konnte, oben in der Ecke musste ich immer noch auf Deutsch klicken und mich dann erst mit meinem Passwort einklicken und da war das auf Deutsch. Aber das war komisch jetzt. Eher ungewöhnlich und bis ich dabei raus hatte, war 3 Tage rum. Ne? Also ich habe mich dann immer eingeloggt mit definitiv Deutsch, obwohl nichts anderes installiert war als Deutsch. Und das war ein bisschen blöd. Bis ich dann drauf gekommen bin, System der Tastatureingabemethode von IBOS auf keine gestellt. Ne? Normalerweise ist IBOS vollkommen in Ordnung, aber da wohl nicht. Also jedenfalls, ich hatte auch mal meinen Spaß damit. Ne? Ist ja nicht nur so, dass euch das passiert. Passiert dann halt sehr gerne, wenn man so ein bisschen rumbastelt. Gerade hatte ich den Effekt, ich habe das Video jetzt zum zweiten Mal aufgenommen, dass ich keinen Ton hatte beim Aufnehmen. Also habe ich sicherheitshalber nochmal Audacity installiert, beziehungsweise laufen lassen. Dann habe ich den lustigen Quereffekt. Ja, der lustigen Quereffekt. Ihr seht, was passiert. Ich habe nicht nur den 3D-Cube mit Compiz, sondern da steht das alles rechtwinklig von ab. Ne? Das ist ja witzig. Ne? 3D-Cube hatte ich schon diverse Videos gemacht, ist ja kein Thema. Compiz und das war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig hier. Das ist ein bisschen merkwürdig. Compiz, Config, Settings Manager. Und ich habe eingestellt, gut, den 3D-Cube habe ich und so weiter. Gibt es diverse Videos dazu. Wiederhole ich jetzt nicht. Gibt auch so eine Playlist zu Compiz. Aber ich hatte dann 3D-Windows zum Beispiel, ne, dass die Fenster so ein bisschen abstehen. Und dann stehen die nicht nur ab, sondern rechtwinklig ab. Das war so ein bisschen eigenartig. Ne? Das ist eigentlich. Übrigens, das Bild hier, ne, Video zu Webcam Pi, ne, da habe ich so ein Python-Skript gebastelt, damit ich mein Webcam-Fenster ohne ja Fensterdekorationen sehe. Ich lege hier eigentlich über einer, sieht man vielleicht, wenn ich es wegschiebe, über einer Tomboy-Notiz eigentlich, die ich da einfach nur so drunter geschoben habe, damit das ganz witzig aussieht. Ne? Kommt vom Cairo-Doc, das da. Und dann habe ich ja mein Webcam-Fenster ohne Rahmen drüber. Und jetzt wollte ich das so drehen, wie diese Notiz ist. Und das geht auch mit den Freely
transformierbaren Fenstern. Ne? Also ich hatte dieses Webcam-Fenster, was hier so ein bisschen rot aussieht, weil ich meine bunte Lampe anhab. Dann habe ich mit Shift, Steuerung und Maus, Button 1, das Fenster noch ein bisschen gedreht. Ne? Und dann war das Fenster gedreht. So konnte ich das machen. Aber wie gesagt, wenn ich dann den Composite Cube, ne, dann sieht man das so, wie das Fenster vorher war. Da steht das nicht nur ab, man sieht die grauen Schatten an der Wand. Wer damit ein bisschen rumspielen will mit dem Python-Skript, Fenster ohne Rahmen, dann der könnte das mal machen und darauf hingewiesen, mit Alt kann man das Fenster verschieben, ja, mit Alt und mit Alt kommt man auch mit Rechtsklick Alt und Rechtsklick auf das Fenster, kriegt man noch so Effekte wie immer im Vordergrund halten oder solche Geschichten oder wieder schließen. Man hat es dann auch hier unten in der Taskleiste. Also diese Brenneffekte kommen übrigens vom Cairo Dock, ne? Auch als GLX Dock bekannt, auch der Pinguin vom Cairo Dock. Ich bin wie gesagt hier im Basteln. Das ist der CPU-Monitor mit dem Desklet Hell. Ne? Sieht aus wie in diesem 2001 Odyssee im Weltraum. Der Hell, ne? Der Computer namens Hell. Und das hier ist eine Uhr vom Cairo Dock mit, machen wir es mal, wo wir gerade beim Cairo Dock sind, konfiguriert. Themen habe ich hier installiert. Mac OS X war das. Kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe mir ein Thema ausgesucht und bei den Add-ons habe ich, wie gesagt, die Uhr, ne, die Uhr und Rechtsklick, dieses Applet konfigurieren, ist das da. Da habe ich die Position so eingestellt, dass das größer ist. Bei Konfiguration habe ich das dann so eingestellt und bei Stil, analoge Ansicht, auf Tux in Color 4. Das kommt zu Anfang gar nicht. Muss man erst Tux in Color wählen und dann nochmal neu. Dann sagt er, findet er nicht, Tux in Color 4. Und dann habe ich das Ding ein bisschen größer gemacht und auch noch gedreht. Ne? Position kann man auch drehen, ne? Wenn es nicht gesperrt ist. Und das ist hier der Systemmonitor und der hat das Desklet nur sichtbar dunkel, Position so eingestellt, dass das ein bisschen größer ist und Konfiguration ist, glaube ich, der Maßstab und da ist Dekoration Single Hell, also von 2000. Jedenfalls habe ich hier bös gebastelt, kommen hier manchmal auf witzige Effekte. Übrigens, wer das Python-Skript von mir Webcam Pi mal ausprobiert hat, der war wahrscheinlich auf Probleme gestoßen. Ich habe dann das Skript auf meine Google Drive aktualisiert. Andere hatten schon herausgefunden, woran es liegt. Ich zeige nochmal kurz, woran es dann liegt. Dieses Skript sieht, ne, das ist mein Rekord, mein Desktop. Wo habe ich denn das jetzt wieder hingeschafft? Gucken wir mal. Python Skript, ne, für dieses Webcam Programm ohne Rahmen. Dokumente, Webcam Pi, get it. Öffnen. Und zwar brachte das in der ursprünglichen Form, so wie ich es vorher hatte, unter Ubuntu 14.04 einen Fehler. Da wäre PyGST nicht da. Nun, andere User hatten bereits herausgefunden, dass man, wenn man das installiert, dann geht das wieder mit meinem Skriptchen. Wer jetzt sich fragt, wie man sowas rauskriegen kann, dem sei gesagt, gucken wir mal schnell. Clear. Bin ich jetzt auf Großschreibung? Das kommt davon, wer so. Ich die Sonnenbrille weg. So, clear. Kann ich nur auf Stunden handeln. So, jetzt gucken wir mal schnell durch. Rekord mal das und das habe ich. Apt-File habe ich erstmal installiert. Apt-File. Das installiert. Habt ihr apt-file installiert mit sudo apt-get install apt-file und dann apt-file update gemacht, dann kann man nicht nur Pakete suchen, sondern auch darin enthaltene Dateien. Ne? Zum Beispiel das fehlende Paket von gstreamer. Ne? Gstreamer und gibt dann Enter und dann listet er die Pakete auf, wo das Wort drin vorkommt und dann war das halt zum Beispiel im Python GST
0,10, das nur als kleiner Hinweis, ne? Klar. Passt auch eigentlich theoretisch zu meinem Video Terminal ein paar Grundlagen, aber zu spät habe ich schon aufgenommen. Ist natürlich. Also das nur so als Block, ne? Link zum Hintergrundbildschirm, das habe ich gefunden. Da gab es so eine freie Open, ja, Public Domain, hier heißt es gleich, Public Domain Hintergrundbildersammlung. Fand ich ganz witzig, habe ich das mal so, ja, so Riffelblech dahinter gemacht. Das fand ich ganz spaßig. Also wie gesagt, ich habe so diverse Effekte, die gehören hier eigentlich gar nicht hin, sind aber manchmal auch ganz spaßig, ne? Wenn sie nicht spaßig sind. It's not a bug, it's a feature. Also das mit diesem 3, mit diesem abstehenden Ohren, hätte ich bald gesagt, nicht meine, sondern die hier mit dem, Compiz, ne? Compiz Config Settings Manager. Ich habe Compiz, Compiz --Version 0.9.11 drauf. Wie man Compiz installiert, damit man den Cube drehen kann und so weiter, habe ich schon mal gezeigt. Aber wie gesagt, es kommt dann zu dem Effekt, dass ich hier so rechtwinklig abstehende Sachen habe. Ne? Nicht Ohren, sondern abstehende Fenster. Finde ich witzig. Deshalb dieser Block. Wie gesagt, wer mit den Sprachen Probleme hat, ne, nicht nur mit meiner, sondern allgemein, dass Deutsch nicht verstanden wird, der sollte mal, wie gesagt, den E-Bus, ne? Ja, nicht den Omnibus, den E-Bus, gegebenenfalls System der Tastatureingabemethode auf keine Stellen. Vielleicht klappt es ja dann. Also ich habe hier mal einen Spaß mit dem System. Man kann gedöniges machen. Oh, guck mal, da fliege ich halt auch noch rum. Ganz nett. Also, wie gesagt, nicht nur ihr habt Probleme, sondern auch ich manchmal. Und ich setze mir dann besser, glaube ich, meine dunkle Sonnenbrille wieder auf. Damit das keiner merkt. Und tschüss.